Machen wir weiter mit The Proposition, einem australischen Western von 2005 mit Guy Pearce, den man aus Memento kennen sollte, in der Hauptrolle. Den hatte der Max vorgestellt bei den Supercellular Brothers, also der Square Mile 1. Und habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, ich als eigentlich Western-Liebhaber mit dem auch zuzulegen. Es geht also um drei Brüder, zwei davon werden nach einer Schießerei gefangen genommen und dem Mittleren wird das in Anführungszeichen Angebot unterbreitet, dass er seinen großen Bruder ausfindig machen soll und ausliefern soll. Wenn er dies nicht tut, wird sein kleiner Bruder in 9 Tagen hingerichtet. Der Film spielt natürlich in Australien und ist sehr, sehr dreckig, aber auch in wunderschönen Bildern gedreht, also die australische Wüste oder die Wüsten oder Berggegenden dort sind sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Dazu ein sehr ruhiges Erzähltempo. Was ein wenig das Problem des Films ist, dass es keine echten Bezugspersonen gibt, da die Brüder an sich alle Verbrecher sind und als Zuschauer zu denen nicht so wirklich den Draht findet. Am ehesten ist es noch der Sheriff, der am Anfang die beiden Brüder verhaftet und dem Mittleren das Angebot unterbreitet. Denn dieser hat zumindest im Mittelteil des Films durchaus Mitleid mit dem jüngsten Bruder und schützt ihn auch ein Stück weit vor den Gewalttaten, die das Dorf bzw. auch seine Frau fordert. Mir hat der Film wirklich gut gefallen. Er hat ein sehr, sehr schönes Ende. Also das Ende hat mir fast am besten gefallen vom ganzen Film. Und lässt sich festhalten, dass es wirklich ein guter Western ist. Also wer ein bisschen was anderes sehen will als immer nur italo-amerikanische Western, hier mal ein australischer, die machen es auch gut. Und direkt nächster Film von Max. Das ist das Syndikat, ein Eurocrime-Film. Ich meine sogar, das ist der erste Eurocrime-Film überhaupt von, ich glaube, 1971 mit Jürgen Drews und Mario Adolf in einer kleinen Nebenrolle. Es geht um den Film, um einen Raubüberfall, einen brutalen Raubüberfall, bei dem auch eine Geisel genommen wird, den Jürgen Drews verursacht. Also er ist der Bandit und nimmt seine Frau als Geisel. In diesem Fall ermittelt dann ein Kommissar. Und als zweite Handlung, und diese beiden Handlungen werden sich dann im Laufe des Films natürlich auch miteinander verstricken und verwirren, haben wir eine anonyme Gruppe von Personen, die Verbrecher öffentlich hinrichtet und dazu auch noch Schwule und politische Revoluzzer auch meuchelt. Und diese beiden Handlungen verstricken sich dann im Laufe des Films und am Ende stellt sich im Grunde nur die Frage, wer denn diese Gruppe ist, hinter diesen ganzen Anschlägen sozusagen steckt. Der Film hat mir wirklich gut gefallen, ist ein auf jeden Fall ein guter Eurocrime, die Story ist gut, die Schauspieler sind wirklich gut, Jürgen Drews macht eine wirklich gute Figur in seiner Rolle, hätte man gar nicht so gedacht. Mario Adolf, wie immer, gut, also routiniert und ist jetzt ganz neu von einem neuen Label rausgebracht, Erstveröffentlichung, deutsche Erstveröffentlichung. Und ich denke, wenn die jetzt weiterhin sowas, so gute Filme rausbringen, die mich interessieren, werde ich mir davon auch noch mehr zulegen.